Hey Leute und herzlich willkommen bei Aprikosenklang. Ich bin Anne und ich ernähre mich, wie in meinem letzten Video erwähnt, schon eine Weile lang pflanzenbasiert, also vegan. Ja. Als ich diesen Schritt gemacht habe, hat mich das in Bezug auf die japanische Küche erstmal so ein bisschen vor eine Herausforderung gestellt. Wenn ich mich an meine Zeit in Japan zurückerinnere, dann habe ich das Gefühl, dass fleischlose Gerichte eher die Seltenheit waren. Wenn man so an die typischen Sachen denkt, Ramen, Okonomiyaki, Udon oder Curry Rice, dann hat man eher ein Bild mit Fleisch im Kopf. Und deswegen habe ich in letzter Zeit mal ein bisschen ausprobiert und stelle euch heute meine drei Lieblingsgerichte vor, die man meiner Meinung nach super veganisieren kann. Ein paar Hinweise, bevor wir starten. Ich werde in diesem Video keine kompletten Rezepte zu den jeweiligen Gerichten vorstellen. Ich selbst habe nämlich die Rezepte, von denen ich ausgegangen bin, auch nur im Internet recherchiert und gefunden. All die Rezepte, die ich als Ausgangsbasis benutzt habe, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Stattdessen werde ich in diesem Video so ein bisschen darauf eingehen, worauf man beim Veganisieren achten sollte bei dem jeweiligen Gericht und wie ich das Ganze angegangen bin. Ein kleiner Hinweis noch an alle, die sich nicht vegan ernähren oder die kein Interesse daran haben, die folgenden drei Gerichte vegan zuzubereiten. Ich möchte mit diesem Video niemanden verurteilen und niemandem vorschreiben, wie er sich ernähren muss. Das ist eine Entscheidung, die darf jeder für sich selber treffen. Ich möchte also nicht mit diesem Video sagen, dass ihr die folgenden drei Gerichte nur noch vegan zubereiten solltet, weil das ja funktioniert. Ich möchte mit diesem Video einfach nur den Leuten helfen, die sich eben für vegane Alternativen der folgenden drei japanischen Gerichte interessieren. Ramen. Oh ja, meine Lieblingsjapanische Nudelsuppe sind Ramen. Ich versuche schon recht lange, Ramen gut hinzubekommen. Meiner Meinung nach ist es echt eine Kunst für sich, den Geschmack der Brühe richtig zu treffen. Und ich würde auch nicht behaupten wollen, dass ich das bisher je geschafft habe, egal ob mit oder ohne Fleisch. Ich mag am meisten Shoyu oder Miso Ramen. Ich finde, wenn man statt Dashi, also japanischer Fischbrühe, die eben nicht vegan ist, Gemüsebrühe benutzt, dann wird der Geschmack der Brühe zwar etwas europäischer, aber wenn man dann die Miso-Paste oder eben die Sojasauce in die Suppe dazugibt, wird es ganz gut übertüncht und schmeckt am Ende meiner Meinung nach authentisch genug. Was hierbei auch super hilft, ist, wenn ihr Sesamöl benutzt. Das ist an der Stelle mein Geheimtipp, der glaube ich eigentlich gar nicht so geheim ist, sondern zum Rezept gehört. Aber der macht den Geschmack auf jeden Fall sehr japanisch. Neben der Brühe sind natürlich die Nudeln sehr wichtig. Vegane Nudeln zu finden ist, glaube ich, gar nicht so schwer, da Ramen-Nudeln an sich gar keine Eier oder Milch enthalten und es daher in jedem Asia- oder Bio- oder Supermarkt wahrscheinlich eine vegane Variante von Ramen-Nudeln gibt. Was man neben den Ramen-Nudeln in die Suppe macht, ist ja bei Ramen zum Glück etwas flexibel. Trotzdem fand ich es irgendwie schwierig, ausgehend von einem nicht veganen Ramen-Rezept, mir zu überlegen, was in einer veganen Variante harmonisieren würde. Zum Glück leben wir aber im Content-Zeitalter und irgendjemand hat sich wahrscheinlich zu diesem Gericht schon mal Gedanken gemacht, wie man es veganisieren kann. Und auch bei Ramen gab es ein ganz gutes Rezept von dem Blog Leckeres in Vegan. Das verlinke ich euch wie gesagt unten. In dem Rezept werden Karotten, Zuckerschoten und gerösteter Tofu in die Ramen gegeben. Und ich finde, das ist super lecker. Aber bei dem Gemüse könnt ihr wie gesagt einfach ein bisschen ausprobieren, was euch am besten liegt. Was den Tofu angeht, lohnt es sich auch ein bisschen zu experimentieren. Und ich habe Sticky Tofu für mich entdeckt. Das ist einfach mega gut in den Ramen. Das Rezept und die Idee dazu habe ich von dem Instagram-Account Thank You for Eating. Und ich verlinke euch auch diesen Account mal unten in der Videobeschreibung, denn das Rezept zu dem Sticky Tofu ist dort in den Story-Highlights drin. Das Fazit zu Ramen ist also, sie lassen sich super gut veganisieren. Es gibt wirklich keine größeren Probleme. Man muss nur erstmal von diesem Idealbild Ramen mit dem Stück Schweinefleisch und dem Ei drin wegkommen und dann ist das Ganze gar kein Problem. Ein Fun Fact noch am Ende. Wusstet ihr, dass Ramen eigentlich aus China stammen und erst seit dem 19. Jahrhundert in die japanische Küche übernommen wurden? Und ich sage immer, ich mag kein chinesisches Essen. Yakisoba. Gebratene Nudeln, bei denen die Nudeln gar keine Soba sind. Aber das soll ja gar kein Funfact-Video werden. Gebratene Nudeln, da denkt man ja erstmal ein bisschen Nudeln, ein bisschen Gemüse, fertig, das lässt sich super veganisieren. Aber das Problem an Yakisoba, also an authentisch japanischen Yakisoba, ist die Yakisoba-Soße. Denn die enthält, egal ob man sie selbst herstellt, also authentisch selbst herstellt,
oder ob man sie kauft, Austernsoße. Und die ist halt nicht unbedingt vegan. Zufälligerweise habe ich aber letztens in meinem Biomarkt des Vertrauens eine Zeitschrift mitgenommen. Ich glaube, sie heißt Bioboom. Und in der war ein veganes Rezept für Yakisoba drin mit veganer Yakisoba-Soße. In diesem Rezept wird die vegane Yakisoba-Soße mit Tamari, Wasser, Mirin und Ahornsirup gemacht. Da ich aber weder Tamari noch Ahornsirup hatte, habe ich einfach stattdessen Sojasauce und Agavendicksaft bzw. Agavensirup benutzt. Das hat auch gut funktioniert. Man findet im Internet diverse Herangehensweisen, wie man auf eine vegane Art und Weise diesen Geschmack der Austernsoße reproduzieren kann. Ich fand aber, das Rezept hier war mit das einfachste, wo man die wenigsten Zutaten brauchte. Und deswegen verlinke ich euch eine digitale Ausgabe dieser Zeitung unten in der Videobeschreibung. Abgesehen von der Yakisoba-Soße gibt es bei Yakisoba aber dann kein Problem, sie zu veganisieren. Es ist nämlich auch in Japan ziemlich typisch, Yakisoba mit Tofu zuzubereiten anstatt Fleisch. Beim Gemüse in den Yakisoba gibt es auch nicht wirklich Vorschriften, was geht und was nicht geht. Da könnt ihr ein bisschen ausprobieren. In dem Rezept, was ich euch verlinkt habe, wird Pak Choi benutzt. Den mag ich aber nicht so sehr, deswegen habe ich Lauchzwiebeln und Karotten in meine Yakisoba gemacht. Und was die Nudeln angeht, könnt ihr eigentlich alles kaufen, was in Deutschland unter Mi oder Instant-Nudeln verkauft wird. Das gilt das gleiche wie bei den Ramen-Nudeln, die sind meistens vegan. Das Fazit ist also, ich kann euch nicht unbedingt sagen, ob die veganen Varianten der Yakisoba-Soße jetzt wirklich authentisch schmecken, wie die Yakisoba-Soße, die mit Austernsoße angemischt wird. Da aber auch in diesem Rezept Sesamöl benutzt wird, kann ich euch nur sagen, dass es vorzüglich schmeckt und das ist doch die Hauptsache, oder? Taco-Reis. Kommen wir zu einem meiner liebsten, nicht so japanischen Gerichte, Taco-Reis. Hier möchte ich vorneweg nehmen, dass ich bei Taco-Reis viel mit veganen Ersatzprodukten arbeite. Meine Veganisierungskünste sind nämlich noch nicht so ausgereift, dass ich sowohl den Geschmack als auch die Konsistenz von Hackfleisch und Käse ersetzen könnte. Zum Glück leben wir aber in Deutschland 2020, wo es relativ viele vegane Ersatzprodukte gibt und man auch Taco-Reis vegan zubereiten kann. Wer Taco-Reis nicht kennt, hat übrigens echt was verpasst. Taco-Reis ist prinzipiell das Innere eines Tacos auf einer Portion Reis obendrauf und statt dem Taco gibt es dann Tortilla-Chips dazu. Das war die kulinarische Entdeckung meines Auslandsjahres, glaube ich. Taco-Reis ist eine lokale Spezialität in Okinawa und das Ganze kommt daher, dass es in Okinawa einen recht großen Militärstützpunkt der USA gibt. Und die Amerikaner haben neben einigen anderen Dingen auch ihre Tex-Mex-Küche dort etwas etabliert. Und die Japaner haben dann das Ganze wieder japanisiert und daraus Taco-Reis gemacht. Und ich finde, Taco-Reis ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Japaner etwas nicht-japanisches, also ein nicht-japanisches Gericht, japanisieren können und es einfach wundervoll ist. Zu Taco-Reis erwähne ich an der Stelle einfach direkt die beiden Rezepte, die ich euch unten verlinke. Die sind beide nicht vegan, aber wie erwähnt, mit den veganen Ersatzprodukten könnt ihr die sozusagen 1:1 einfach nachkochen. An dieser Stelle möchte ich euch aber auch beide Quellen für die Rezepte nochmal empfehlen, da sie eine sehr große Inspiration für japanische Koch- und Backrezepte bieten. Das erste Rezept ist von dem YouTube-Kanal Cooking with Dog. Und an diesem Kanal hängen für mich so viele Erinnerungen, weil ich mit dem sozusagen angefangen habe, japanisch zu kochen und zu backen und schon so viele Rezepte dort über die Jahre ausprobiert habe. Und neben all den Rezepten, die es dort gibt, kann ich euch auch den Kanal nur anhand des Videokonzepts empfehlen, weil es irgendwie super japanisch und lustig ist. Und das zweite Taco-Reis-Rezept, viele können es sich nach dem Konichi-Hype vielleicht schon denken, ist von Kumo auf ihrem Blog The Hangry Stories. Und neben ganz vielen japanischen Rezepten gibt es auf Kumos und Michas Blog The Hangry Stories auch super viele Reisetipps und Infos rund um Japan. Ich habe mich da auch bei der einen oder anderen Reise schon mal inspirieren lassen. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Das sind also meine drei Rezeptempfehlungen für japanische Gerichte, die man super veganisieren kann. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video dem einen oder anderen helfen, einfach mal ein bisschen auszuprobieren oder ein bisschen Motivation oder Inspiration zu bekommen, auch mal vegan japanisch zu kochen. Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, ob ihr noch mehr Interesse daran habt, meine Erfahrungen und Tipps zu hören vom Veganisieren von japanischen Gerichten und wenn ja, auch in Bezug auf welche Gerichte, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.
Und ansonsten sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.